So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist Rambakamba angesagt. Und zwar jetzt bin ich da, was die Rausch führt sie jetzt durch den letzten Lauf und wir werden dann mit den Mädels anfangen. Anne Lobenstein und Claudia Schüssler werden dann eröffnen. Jetzt der vierte entscheidende Rennlauf bei den Damen. Aktuell jetzt Spurschnittstelle Nummer 1 ist hier unterwegs. Und also schauen wir uns dann das Ganze heute an. Jetzt also die Entscheidung dann im Zweierbob bei den Damen und dann im Viererbob bei den Herren, da ja in Führung nach dem ersten Durchgang das Team Lochner 49.09 war die Laufzeit. Aber jetzt unterwegs der erste Spurschlitten, der geht jetzt nicht am Ziel. Und für Sie, meine lieben Zuschauer an der Bahn, Sie haben natürlich wieder alle Möglichkeiten. Die große Video-Wall im Zielbereich ist schon für Sie eingeschaltet, die Monitore laufen. Und Sie können sich heute wieder auf das Beste vergnügen, hier und heute am Königssee. Und natürlich auch ein herzliches Grüß Gott an alle Leute an den TV- und Internetgeräten, die den Livestream auf YouTube des Bobo-Schlittenverbandes für Deutschland verfolgen. Schön, dass ihr da seid. In Kürze geht's dann los mit dem ersten Lauf. Jetzt Spurschlitten Nummer 2, Ampel ist grün, Bahn ist frei. Spurschlitten Nummer 2 ist gestartet in Vorbereitung. Spurschlitten Nummer 3. Und natürlich auch heute die Sicherheitshinweise langsam sprechen für Sie an der Bahn. Natürlich dürfen Sie Bilder machen, alles wunderbar. Sie dürfen sie auch natürlich auf den sozialen Netzwerken teilen, in Instagram und so weiter. Aber bitte schalten Sie den Blitz aus. Es geht da um die Sicherheit der Athleten. Vielen Dank. Und was natürlich immer wichtig ist an der Bahn, sollten Sie einen Hund dabei haben, dann ist das schön. Aber bitte den Hund an die Leine. Wir haben hier auf dem Gelände Leinenzwang. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und der zweite Spurschlitten ist jetzt im Ziel. Wir blicken wieder nach oben in den Startbereich und da sehen wir jetzt dann den dritten Spurschlitzer, der sich oben bereit macht. Die Ampel springt auf grün. 60 Sekunden Zeit jetzt für das Team oben am Start. Bahn ist frei, Track ist clear. Spurschlitten Nummer 3 ist gestartet und in Vorbereitung Anne Lobenstein und Claudia Schüssler. Wir sind also hier in der Lotto Bayern Eis Arena Königssee. Schön, dass Sie da sind. Der Spurschlitten ist unterwegs. Ich darf Ihnen jetzt die 1224 Meter Renndistanz vorstellen. Der Spurschlitten jetzt auf dieser langen Gerade, Einfahrt in die Jännerkurve, dieser Linksknick. Dann geht es rechts rein in den Sepp-Lenz-Kreisel. Da die Geschwindigkeiten über 110 Stundenkilometer und dann fällt das Gelände extrem ab, rein ins Labyrinth. Auf Bayerisch würde man sagen, da sind zwei so Schwanzler verbaut, also ganz kurze Kurven miteinander. Dann in die Kielstein, rein in die Seekurve und dann in die Echowand. Da werden dann die Topspeeds erreicht und dann geht es nur noch berghoch. Und in einem Schwerkraftsport wie der Bobsport ist natürlich hier jeder Fehler, wirkt sich ja da imminent aus Richtung Ziel. Und dann ist der Spurschlitten im Ziel. Man wird von einer tosenden Menge an Zuschauern und der Yellow Army, also den gelben Betreuerinnen und Betreuern und Sportlerinnen und Sportlern im Ziel ganz herzlich begrüßt. Und jetzt geht es in die Entscheidung hier bei der Selektion im Zweierbob bei den Damen. Und da eröffnen, wenn ich das jetzt richtig sehe, Anne Lobenstein und Annabel Galander stehen da jetzt auf der Liste und Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Lobenstein ist gestartet, die Startzeit 5:40 und in Vorbereitung Lisa Buckwitz und Tamara Seer.
Lobenstein, also Sie auch in Ihrem vierten Lauf unterwegs, von der Startseite etwas schwächer als in den Läufen vorher. Sie hat da 300stel verloren. Jetzt ist sie Ausfall aus der Schlangengrube, grober Fehler, rechts an die Bande rangefahren. Das ist Reibung, das kostet Geschwindigkeit. Schauen wir uns mal an, in den Serpenzkreis hinein. 109,6 Stundenkilometer die Geschwindigkeit. Und es geht dann weiter rüber Richtung Labyrinth. Da versucht sie jetzt solide reinzufahren hier, keinen Bock mehr zu schießen. Dann geht es rein in die Seekurve Richtung Echowand, da ist sie jetzt sehr hoch von der Linie, 116,6 Stundenkilometer die Geschwindigkeit unten raus. Und sie kommt jetzt hier hoch Richtung Ziel und setzt die erste Zeit mit 52,06 und einer Gesamtzeit von 3,27,68, die Startzeit 5,40 für die Damen vom BRC Thüringen und vom SC Potsdam, wenn ich das richtig gesehen habe. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Team und da ist die Pilotin vom WSV Königssee, Lisa Buckwitz, und Tamara Seher vom BC Bad Feilbach, die junge Dame, die den Bob anschieben wird. Und jetzt ist die Bahn frei. Track is clear for Team Buckwitz. Buckwitz, Sie sind gestartet. Die Startzeit 5:36 und in Vorbereitung vom WSV Königssee Maria Konstantin und Theresa Leitz. Buckwitz, 37 Hundertstel jetzt der Vorsprung, wenn es heißt rein in die Schlangengrube. Diese vier Druckkurven und die letzte Kurve, da geht es dann rechts raus auf die lange Gerade. Kommt hier ja solide raus, würde ich sagen. Die lange Gerade, ja, sie ist ja noch eine sehr, sehr junge, an Fahrten junge Athletin. 45 Hundertstel. Ihr Vorsprung im Seblenzkreisel, 110,1 Stundenkilometer die Geschwindigkeit. Das ist schnell, das war jetzt eine gute Einfahrt ins Labyrinth, das macht sie quasi wie ein alter Hase. Macht sie gut, kommt unten raus mit 117 Stundenkilometer, 49 Hundertstel jetzt ihr Vorsprung. Ja, das ist eine solide Fahrt von Buckwitz an den Längsseilen, macht sie gut, kommt hier den Berg hoch Richtung Ziel und hat eine Zeit im vierten Lauf von 51,86, die Startzeit war 5,36 und gesamt 3,27,18. Also gute Fahrt von dieser Buckwitz bis hierhin. Also eine halbe Sekunde Vorsprung auf Lubenstein Galander, die jetzt auf dem zweiten Platz sind. Jetzt kommt die Dame, die aktuell auf dem fünften Platz liegt, und das ist Maria Konstantin mit Theresa Leitz. Die hat 22 Hundertstel Vorsprung auf die führende Buckwitz. Das Team vom WSV Königssee, die Ampel ist grün, der Countdown läuft. Bahn ist frei, Track ist clear. Konstantin Leitz sind gestartet. Die Startzeit 5:51 und in Vorbereitung vom BSC Winterberg Anna Köhler und Leonie Fiebig. Konstantin, ja, die kann am Start nicht mithalten. 5:51 ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Theresa Leitz auf der Bremse. Aber sie kann natürlich den Königssee. Sie kann gut fahren. Die Linie hier auch aus dem Labyrinth zwar ganz schön am Limit, aber kommt hier vernünftig raus. Und hat jetzt Vorsprung von 600. Die Geschwindigkeit 111,2. Ja, das ist so eine Geschwindigkeit. Schon mal ganz ordentlich, was sie da macht. Jetzt ins Labyrinth hinein. Ja, kommt sie gut durch und kann hier wunderschön in die Kehlstein reinfahren und nimmt hier sehr, sehr viel Speed mit 118,6 Stunden. Kilometer. Ja, hallo, die Top, der Topspeed bis hierhin, 25 Hundertstel Vorsprung hat sie jetzt wieder, baut den Vorsprung aus und geht da deutlich in Führung. Und sie ist die neue Führende. Die Laufzeit waren 51,76 im vierten Lauf, die Startzeit 5,51 und gesamt 3,26,86. 32 Hundertstel der Vorsprung von Konstantin Leitz auf Buckwitz, Seher und Lobenstein-Galander, die sind aktuell auf dem dritten Platz. Aber jetzt kommt die Dame, die auf dem vierten Platz nach drei Läufen liegt, und die hat 7/10 Vorsprung. Also deutlicher Vorsprung für die Damen vom BSC Winterberg. Anna Köhler und Leonie Fiebig machen sich oben bereit und warten jetzt auf die Startfreigabe. Und wenn die Ampel umspringt auf grün, haben sie 60 Sekunden Zeit, und da ist es jetzt soweit. Bahn ist frei, Track ist clear. Köhler Fiebig sind gestartet. Die Startzeit 5:33 und in Vorbereitung vom TuS Wiesbaden Kim Kalicki und Viktoria Dönicke. Also Köhler Fiebig unterwegs. Riesenvorsprung jetzt, 1,1 Sekunden haben sie sich
schon über die Läufe herausgearbeitet, kommt ja schön auf die lange Gerade raus und kann ja ganz viel Schwung mitnehmen, rein in die Jena-Kurve und in den Zeppelinskreis. 111,6 Stundenkilometer, da ist sie bei den allerschnellsten mit dabei. Und jetzt heißt es, große dritte Welle, jetzt wird es eng ins Labyrinth hinein, aber kann sie sich noch einigermaßen durchschwindeln? Sie hält ihren Vorsprung. 118 Stundenkilometer, ihre Geschwindigkeit unten raus ist auch sehr stark. 1,1 Sekunden Vorsprung, den Vorsprung hält sie kontinuierlich. Jetzt hat sie aber die letzten Kurven gut erwischt, wird sogar noch ein bisschen schneller und kommt herein in einer Gesamtzeit von 3:25,68, Laufzeit 51,38 und die Startzeit 5:33. Somit jetzt überlegen in Führung Anna Kühler und Leonie Fiebig vom BSC Winterberg, die hier den Hochsauerland-Express vertreten haben. Jetzt kommt aber die dritte nach dem ersten Durchgang, das Team Kalicki, Kim Kalicki, die Pilotin, und Viktoria Dönneke, die Anschieberin. Die haben 25 Hundertstel Vorsprung auf die jetzt führende Kühler Fiebig, auf dieses Team. Und jetzt kommt dann die Freigabe, die ist da. Bahn ist frei, Track ist clear. Kalicki, Dönecke sind gestartet. Die Startzeit 5:32 und in Vorbereitung vom BSC Winterberg und vom BSV Königssee Laura Nolte und Deborah Levy. Kalicki hat jetzt ihren Vorsprung, hält sie genau. Die 25 hatte sie am Start, jetzt hat sie sie auch noch in der Schlangengrube. Da der Riesenfehler auf die lange Gerade, da fährt sie rechts an die Bande ran und driftet ganz schwer. Das kostet jetzt Zeit und Geschwindigkeit. 108,9 Stundenkilometer, die Geschwindigkeit ist trotzdem sehr, sehr hoch, aber nur noch 13 auf der Vorsprung. Jetzt muss sie alles raushauen, wenn sie da vorne bleiben möchte. Kommt mit Reserve ins Labyrinth rein, da wird schwer in die Kiste rein. Hat jetzt Rückstand, 116,2, da fehlt die Geschwindigkeit. 13 Hundertstel, da fällt sie zurück, da kann sie nicht mehr ganz nach vorne reinfahren. Wie kann sie jetzt hier Schadensbegrenzung betreiben? Kommt herein auf dem zweiten Platz. Zweiter Platz aktuell für Kim Kalicki und Viktoria Dönecke von der TuS Wiesbaden. 3:26,00 ist die Gesamtzeit und die Laufzeit waren 51,95. Die Startzeit 5:32. Fehlerbehafteter vierter Lauf, aber trotzdem eine gesamtgute Leistung von Kalicki. Somit Köhler schon mal sicher unter den Top 3 hier bei der Selektion am Königssee. Aber jetzt warten wir auf Laura Nolte und Deborah Levy. Die konzentrieren sich oben, die Damen vom BSC Winterberg und vom BSV Königssee. Da wird nochmal die Handschuhe festgezogen und jetzt ist die Bahn frei. Track is clear. Laura Nolte und Deborah Levy sind gestartet. Die Startzeit 5:24, die schnellste Startzeit im 14. Lauf gesehen. Und in Vorbereitung Steffi Schneider und Lisette Töne vom BSC Sachsen-Oberbirnberg. So, die haben sich jetzt durch einen Superstart viel rausgearbeitet auf die führende Köhler. 53 Hundertstel. Wie geht jetzt die Einfahrt auf die lange Gerade? Da kommen sie schön raus und nehmen viel Schwung mit auf die Anfahrt Richtung Sepp-Lenz-Kreisel. Die Geschwindigkeit 111,7. Ja, das ist richtig, richtig flott. 6 Zehntel der Vorsprung. Ja, können Sie da vielleicht sogar die führenden Schneider-Töne noch attackieren? Ins Labyrinth hinein kommen sie gut durch. Schöne Überfahrt in die Kilstein Richtung Seekurve. Das wird eine hohe Geschwindigkeit. 117,9 Stundenkilometer, fast 7 Zehntel jetzt der Vorsprung. Die Ausfahrt aus Deichmann war nicht perfekt. Deshalb wird der Vorsprung nicht größer, sondern er wird bald stabil. Und sie geht ins Ziel als neue Führende mit 3:25,02. Die Laufzeit 51,12 und die Startzeit 5:24 für die Damen Nolte Levy, die jetzt in Führung sind. Wir warten jetzt auf die Führenden nach 3 Läufen. Und das ist Steffi Schneider mit Lisette Töne vom BSC Sachsen-Oberbirnberg. Die machen sich jetzt oben bereit für ihren 4. Durchgang. Und wir drücken natürlich, wie allen anderen, kräftig die Daumen. Sie konzentrieren sich. Gleich wird der Schlitten reingestellt. Dann wird die Freigabe erteilt werden. Und die Ampel ist grün, der Countdown läuft. Auf geht's, Mädels. Bahn ist frei, Track ist clear. Steffi Schneider und Lisette Thüne sind gestartet. Die Startzeit 5:30 und in Vorbereitung das Team Dostaler vom SV Bad Vellmach.
Schneider. 22 Hundertstel Vorsprung am Start, ein bisschen was verloren. Jetzt liegt es natürlich an der Pilotin, hier eine gute Fahrt rauszuhauen. Jetzt kommt sie auf die lange Gerade, aber schön mittig trifft sie das. 21 Hundertstel der Vorsprung. Aber Fehler sind keine erlaubt hier am Königssee rein in den Zeppelinskreis. 111,9 Stundenkilometer. Ja, Geschwindigkeit ist schon mal stark. 21 Hundertstel immer noch der Vorsprung. Jetzt die Einfahrt ins Labyrinth. Die ist entscheidend. Oh, trifft sie gut. Super. Einfahrt von Steffi Schneider. Jetzt rein Richtung Echemann. 118,9. Ja, das müsste reichen. 22 Hundertstel der Vorsprung bleibt konstant. Ah, aber da der Fehler. Ausfahrt aus der Echemann. Das war jetzt nicht so gut. Aber dafür die letzten Kurven. Super erwischt. Und sie gewinnt das Ding. 3:24.76 die Gesamtzeit. Die Laufzeit im vierten 51:18. Und die Startzeit waren 5:30. Herzlichen Glückwunsch für die Damen vom BSC Sachsen-Oberbärenburg. Das jetzt die Mädels. Und somit haben wir die Selektion bei den Damen schon mal erfolgreich beendet. Und natürlich geht noch die Materialkontrolle ab und dann werden wir ein offizielles Ergebnis bekannt geben können. Also Schneider, von Nolte, Köhler, Kaliki, Konstantin, Buckwitz, Lobenstein, das die ersten sieben. Und jetzt, meine Damen und Herren, heißt es anschnallen. Jetzt kommt die Formel 1 des Wintersports. Die Vierer-Bob-Jungs, sie stehen oben, 630 Kilo, geballte Power am Start. Eröffnet wird vom SV Bad Feilenbach, Tobias Dostaler mit Andreas Fernstedt, Andreas Ludwig und Justin Polster. Die sind die ersten, die hier in die Bahn gehen. 49,95 im ersten Lauf, die Laufzeit 5:10, die Startzeit. So, und jetzt ist die Bahn frei. Track is clear for Team Dostaler. Das Team Dostaler ist gestartet. Die Startzeit 5:08 und in Vorbereitung das Team Zielasko. Also 5:08 die Startzeit, 200 schneller als im ersten Durchgang. Die Jungs 49,95. 9. Platz. Sie hatten 86 Rückstand auf den führenden Lochner, der ja 49,09 in den Eiskanal gebrannt hat. Und da gleich der Riesenfehler von Tobi Dostaler, Ausfahrt aus der Schlangengrube. Quer runtergedriftet, das ist nicht gut. Die Geschwindigkeit 113,5 Stundenkilometer im Sepp-Lenz-Kreisel. Jetzt geht es für ihn runter. Späte Einfahrt ins Labyrinth. Kommt aber noch einigermaßen gut durch die Kehlstellen Richtung Seekurve und Echowand. 121,6 Stundenkilometer. Die Geschwindigkeit ist ganz schön ordentlich, aber hier wieder ein großer Fehler. Trifft Richtung Zielkurve, das war nicht gut. Und er kommt herein in 1:40.00. Laufzeit 50:05. Startzeit war 5:08. Somit am Start verbessert, in der Laufzeit ein bisschen langsamer als im ersten Durchgang. Aber Talentprobe von Tobi Dostaler, Andreas Fernstedt, Andreas Ludwig und Justin Polster. Es geht weiter mit dem achten nach dem ersten Durchgang und die haben 1/12 Vorsprung auf Dostaler, deren Ziel ist, das ist Philipp Zielasko, Frederik Lütke, Pascal Jüdicke und Malte Schwenzfeier, die machen sich oben bereit. Die klatschen sich noch einmal ab, jetzt ist die Ampel auf grün und jetzt heißt es volle Attacke, Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Zielasko ist gestartet und in Vorbereitung das Team Illmann. Die Jungs vom WSV Königssee, BRC Ohlstadt, Philipp Zielasko und seine Jungs. 1/12 hat der Vorsprung, 4:96 war die Startzeit, 1/100 langsamer als im ersten Durchgang. Aber sie sind jetzt hier soweit gut unterwegs, jetzt auf die lange Gerade. Auch hier der Drift, zu weit rechts rausgefahren, da bricht das Hinterboot aus und dann wird es eng. Rein in den Zeppelinskreis, 113,3 Stundenkilometer, 3/10 der Vorsprung für Zielasko. Der versucht jetzt hier keine großen Wellen im Kreise zu fahren. Kommt hier mit Reserve ins Labyrinth hinein, haben wir heute schon besser gesehen, aber er versucht hier den Speed mitzunehmen. 121,4 Stundenkilometer die Geschwindigkeit, knapp 3/10 sein Vorsprung, wenn es heißt per Kurvenrichtung Ziel, da klappt er aus der Zielkurve raus, das war nicht so optimal und kommt herein in 1:39.71 übernimmt er die Führung, die Laufzeit 49:88, die Startzeit 4:96. Und weiter geht's mit dem nächsten Team. Und die sind vom Mitteldeutschen Sportclub, wenn ich das jetzt hier richtig sehen kann. Das ist Max Illmann, Hannes Schenk, Henrik Bosse und Florian Kunze. Bahn ist frei, Track ist clear.
Das Team Illmann ist gestartet, die Startzeit 4:96 und in Vorbereitung das Team Hanninghofer. Ja, leichte Probleme beim Einsteigen für das Team Illmann. Er ja, der ehemalige Rennrodler, hat in Altenberg bei der Deutschen Meisterschaft extrem aufgezeigt, wie es die Österreicher so schon sagen. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Königssee. Hier kommt er ja, auch zu spät aus der Schlangengrube raus, ist auf der langen Gerade, hat aber noch Vorsprung auf Zilasco. Die Geschwindigkeit in Zeppelinskreisel 113,7, die ist stark im Vergleich und er hat 3/10 Vorsprung. Jetzt kann er seine Bahnerfahrung vielleicht ausspielen ins Labyrinth hinein. Trifft er gut, bisher am besten von den bisher gestarteten reingekommen. Die Geschwindigkeit unten 122,3, auch ordentlich, 36 Minuten der Vorsprung. Ja, da wird er in Führung gehen, wenn er jetzt keinen Sturz mehr baut, was wir ihm nicht wünschen wollen. Und er kommt ins Ziel. Die Gesamtzeit 1:39,32, Laufzeit 49,71 und die Startzeit 4:96. Es geht weiter mit dem Team vom BRC Thüringen. Also jetzt im Ziel Max Illmann, Hannes Schenk, Henrik Bosse, Florian Kunze, das die neuen Führenden. Jetzt schauen wir nach oben zu dem Team vom BRC Thüringen. Und das ist Hans-Peter Hannikhofer, Benedikt Hertel, Erik Buckert und Christian Röder. Die stehen oben bereit und warten auf ihre Startfreigabe. Sie auf dem vierten Platz, 200 hatten sie Vorsprung. Also brauchen sie eine gute Fahrt. Zuzutrauen ist es ihnen auf alle Fälle. Jetzt ist die Ampel grün, Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Hanninghofer ist gestartet. Die Startzeit 4:95 und in Vorbereitung Team Jonas Janusz. Hanninghofer ist unterwegs. 400 hat er den Vorsprung jetzt quasi ja verdoppelt. 200 hat er am Start. Kommt jetzt hier auf die lange Gerade, auch wieder zu spät rausgefahren. Also da ist kurz, klappt hier ein bisschen raus. Kann aber die Geschwindigkeit einigermaßen halten. Rein in den Zeppelinskreis. 14,1. Da ist er bisher der allerschnellste. 600 hat er Vorsprung. Aber da ist jetzt kein Platz für Fehler für Hanninghofer. Rein ins Labyrinth. Kommt gut rein. Nimmt da viel Schwung mit Richtung Kehlsteinkurve, Richtung Überfahrt, Richtung Echemann. 122,1. Ja, Geschwindigkeit fehlt ein bisschen, aber er hat Vorsprung. 900 sehr weit rechts unterwegs in Fahrtrichtung. Hoch Richtung Ziel. Kann den Vorsprung aber halten und geht in Führung. Hans-Peter Hanninghofer mit Benedikt Hertel, Erik Buckert und Christian Röder sind die neuen Führenden. 1:39,23 die Gesamtzeit, Laufzeit 49,64 und die Startzeit 4,95. Somit das Team Hanninghofer vor Ilmar Zilasco Dostaller. Das die ersten vier und wir warten jetzt auf den fünften. 1900 hatten sie Vorsprung auf die jetzt Führenden. Jonas Janusz, Manuel Kornhardt, Tim Gessenhardt und Bastian Heber machen sich oben bereit. Der Pilot hat noch seine Jacke an, versucht sich hier noch ein bisschen zu wärmen. Die Startspikes werden sauber gemacht und jetzt heißt es volle Attacke für das Team. Janusz, Ampel ist grün, Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Janusz ist gestartet. Die Startzeit 4:99 und in Vorbereitung, please get ready, das Team Oelsner. Janusz ist unterwegs. 1100er Vorsprung auf Hanninghofer, der im Ziel in Führung liegt. Jetzt ist er in der Schlangengrube, diese vier Druckkurven, kommt eher gut auf die lange Gerade. Ja, das war bisher die beste Ausfahrt aus der S4, was wir bisher gesehen haben. Deswegen ist sein Vorsprung 1000er und 114,4 Stundenkilometer. Die Geschwindigkeit im Lenzkreisel ist sehr, sehr hoch. Gute Fahrt von Janusz gesehen. Kommt er gut ins Labyrinth rein? Ja, trifft er super. Macht er gut und pusht hier richtig Richtung Echomar. Das schaut gut aus. 122,7, hohe Geschwindigkeit von Janusz. 1700er Vorsprung. Ja, das kann er normalerweise fast nicht mehr verlieren, wenn er keinen Riesenfehler mehr macht. Und das wünschen wir ihm nicht. Und er kommt herein als neuer Führender mit 1:39,01. Laufzeit 49,61. Startzeit 4:99 für Jonas Janusz, Manuel Kornhardt, Tim Gessenhardt und Bastian Heber. Und es geht weiter mit den Nächsten, die oben sind. Und die machen sich gleich bereit. Das Team vom BSC Sachsen-Oberberenburg. Es ist Richard Oelsner, Christian Jagosch, Issam Amur und Erik Strauß. Die machen sich jetzt oben bereit. 400 hatten sie nur Vorsprung und
Deshalb heißt es, Fehler machen verboten. Wir wünschen alles Gute. Drücken die Daumen. Bahn ist frei. Track ist clear. Das Team Oelsner ist gestartet. Die startet 4,89 und in Vorbereitung das Team Buchmüller. Ja, am Start eine Hundertstel verloren, aber gut gearbeitet. Das Team rund um Richard Oelsner. 22 Hundertstel ist jetzt der Vorsprung auf den führenden Janosch im Ziel, der aber im unteren Bahnteil gut unterwegs war. Jetzt muss erstmal, klappt hier raus, war keine gute Auswahl aus der S4, aber versucht jetzt hier den Schlitten laufen zu lassen. Die Geschwindigkeit 114,4, das ist raketenschnell für Richard Oelsner an den Längsseilen. Fast 3 Zehntel der Vorsprung, jetzt wird er riskieren ins Labyrinth hinein, macht er das, sehr weit rechts unterwegs, kann aber den Speed halten. Kommt ganz gut durch Richtung Echowand, 122,7, da ist er bei den Schnellsten mit dabei. 28 Hundertstel sein Vorsprung auf den Führenden. Kann er das ins Ziel bringen, dann kann er die Top 3 ein bisschen ärgern, unter Druck setzen. Und er kommt ins Ziel als neuer Führender in 1,38,73. Die Laufzeit 49,37 und die Startzeit 4,89. Somit hat er jetzt den Fehdehandschuh geworfen. Den dritten nach dem ersten Durchgang, denn der hat ja auch nur 300 Vorsprung. Das ist Bennett Buchmüller mit Niklas Schierder, Sebastian Rofka und Martin Hahn. Die machen sich jetzt oben bereit. Es geht jetzt hier um den Sieg in der Selektion des Vierderbobs. Bennett Buchmüller ist der Nächste, der macht sich oben bereit. Wir warten auf ihn und er hat die Freigabe. Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Buchmüller ist gestartet. Die Startzeit 4,93 und in Vorbereitung das Team Hafer. So, Buchmüller am Start, gut gearbeitet, 200 schneller als im ersten Durchgang. Hat aber jetzt auf Oelsner 400 Rückstand. Das wird jetzt ein Hundertstel Krimi vor den Herren. Buchmüller unterwegs, kommt hier auf die lange Gerade. Ja, gut raus, muss aber hier nachsteuern. Das Hinterboot ist da ausgebrochen. 600 Rückstand. Das kann er holen, wenn er unten keine Fehler mehr macht. 114,3, die Geschwindigkeit ist gut. Aber 700 der Rückstand, der wird irgendwie nicht kleiner. Jetzt attackiert er das Labyrinth hinein. Ja, das war gut. Kann er die Geschwindigkeit mitnehmen? Das ist das entscheidende Kriterium. Der Motor 122,4, nur noch 600 der Rückstand und sehr hoch im Echtermann. Kann das gehen? Sehr, sehr hoch gewesen. 600 immer noch der Rückstand. Kann er da noch aufholen? Kann er da noch vorne reinfahren? Er kommt da rein auf den zweiten Platz. Zweiter Platz für Bennett Buchmüller, Niklas Schierder, Sebastian Rofka und Martin Hahn. 49,48 die Laufzeit, 4,93 die Startzeit und Gesamt 1,38,81. Somit bleibt Oelsner in Führung und ist dann schon mal sicherer Dritter. Und jetzt Rappels im Karton, und zwar Christoph Hafer, Michael Salzer, Christian Hammers, Tobias Schneider, die sind oben, die haben 900 Vorsprung auf den führenden, die haben mehr Vorsprung, die haben 1200 Vorsprung auf den führenden Oelsner. Jetzt ist die Startvergabe da, auf geht's, Buben, Vollgas, Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Hafer ist gestartet. Die Startzeit 4,94 und in Vorbereitung das Team Lochner. Eine Hundertstel langsamer am Start gewesen als im ersten Durchgang, aber sie wollen ja auch Lochner eine Aufgabe stellen. Also, das heißt, Hafer muss hier attackieren. Kommt hier gut durch die Schlangengrube durch, Ausfahrt trifft er wieder super. Ja, der weiß, wo es hier lang geht. Hat 400 Vorsprung. Ist ein knappes Rennen. Jetzt geht es um die Geschwindigkeit im Sepp Lenz-Kreis. 114,5 Geschwindigkeit ist gut. Ist jetzt hier auf der sauberen Linie unterwegs im Sepp Lenz-Kreis. Macht er bis hierhin gut. 500, jetzt wird er sogar schneller ins Labyrinth hinein. Ah, da hat er riskiert. Da hat er riskiert. Jetzt geht es Richtung Echo. 123 Stundenkilometer, das ist der allerschnellste, wir sehen, 7 Monate hat er Vorsprung, kann er da vorne bleiben, er baut den Vorsprung kontinuierlich aus, da fährt er super, hoch Richtung Ziel, das schaut gut aus, und der neue Führende, Christoph Hafer, 49,35 die Laufzeit, Gesamt 1,38,59, Startzeit 4,94, 14 Hundertstel hat er den Vorsprung ausgebaut, herzlichen Glückwunsch an Christoph Hafer, Michael Salzer, Christian Hammers und Tobias Schneider. Und jetzt geht es darum, wer kann die Selektion gewinnen. Der Führende nach dem ersten Durchgang, sie stehen oben, die Mannschaft vom
rund um Johannes Lochner, Christopher Weber, Florian Bauer, Christian Rasch, führende nach dem ersten Durchgang. Und jetzt heißt es, volle Attacke, Jungs, Bahn ist frei, Track ist clear. Das Team Lochner ist gestartet. Die Startzeit 4,86, genauso schnell wie im ersten Durchgang. Raketenschnell am Start. 23 Hundertstel ihr Vorsprung. Jetzt geht's rein in ihren zweiten Lauf. 25 Hundertstel der Vorsprung in der Schlangengrube. Wie kommt er auf die lange Gerade raus? Von der Linie bisher schön und wunderbar. Ein bisschen weit links. War nicht ganz so perfekt wie sonst immer. Aber er konnte den Speed mitnehmen. 115,1. Was macht denn der? Der abstandschnellste Bob bis hierhin. 32 Hundertstel Zeit Vorsprung. Rein ins Labyrinth und er attackiert. Er fährt hier aggressiv rein. Der will's wissen. Der will zeigen, wer hier wirklich der Chef am Königssee ist. 123,7. Super Geschwindigkeit unter das. 42 Hundertstel ist der auf der Flucht. Was macht denn der? Der zerlegt die Konkurrenz und er gewinnt das Ding. 1,38,70. 49,08. Sogar eine Hundertstel schneller als im zweiten Durchgang. 4,86 die Startzeit. Herzlichen Glückwunsch an das Team Johannes Lochner mit Christopher Weber, Florian Bauer und Christian Rasp. Starke Leistung vom Team Lochner. Somit konnte er seine Fahrt im ersten Durchgang bestätigen und gewinnt hier mit 42 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Die weiteren Ergebnisse sehe ich jetzt leider am Monitor nicht so viel, aber zum Thema. Wir bedanken uns natürlich, also Lochner, Verhafer, Oelsner, Buchmüller, Janosch, Hannikhofer, Ilmann, Zilasko, Dostaler. Das die erste 9 im Vierterbob. Danke fürs Zuschauen, für alle, die bei YouTube mit dabei waren und natürlich für alle, die hier an der Strecke sind. Schön, dass Sie da sind. Das waren Sie also, die Selektionsrennen hier am Königssee in der Lotto Bayern Eis Arena Königssee. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Allen Sportlern wünschen wir eine verletzungsfreie Saison und wir sehen uns mit Sicherheit wieder hier am Königssee im Eiskanal. Schön, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Pfiat euch und auf Wiedersehen. So, eine wichtige Durchsage für alle Sportlerinnen und Sportler und für die Betreuer des Pop- und Schützenverbandes für Deutschland, also alle mit den gelben Jacken, um 11.45 Uhr Besprechung im VIP-Gebäude. 11.45 Uhr Besprechung im VIP-Gebäude. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.